Die Fußball-Bundesliga mündet in ihren letzten Akt und zwar geht es richtig, richtig spannend zu. Spannender könnte es kaum sein. Das Duell der Borussias steht an am Samstag im Borussia-Park in München-Gladbach. Die Gladbacher empfangen Borussia Dortmund und ein paar hundert Kilometer weiter südlich empfängt der FC Bayern Eintracht Frankfurt. Für alle vier beteiligten Clubs geht es quasi um alles oder nichts an diesem letzten Spieltag. Und wir möchten heute schauen auf das Titel-Fernduell des BVB mit dem FC Bayern. Dirk, im Duell dieser beiden Clubs, wer hat die besseren Karten am finalen Bundesliga-Wochenende? Ja gut, rein tabellarisch natürlich immer noch der FC Bayern. 2 Punkte Vorsprung und das bessere Torverhältnis. Das heißt also, realistisch betrachtet, reicht ein Unentschieden gegen Frankfurt, dann ist es egal, wie der BVB spielt. Und Borussia Dortmund muss darauf hoffen, dass die Bayern verlieren und selber natürlich seine Hausaufgaben machen. Also die Statistik sagt, dass die Wahrscheinlichkeit eher noch im niedrigen Prozentbereich liegt. Aber man hat so das Gefühl, nach diesem 3:2, was ja nicht gerade souverän herausgespielt war gegen Düsseldorf, dass doch der Optimismus auf einmal wieder da ist. Es gibt also tatsächlich eine reelle Chance. Sie ist vielleicht ein bisschen größer geworden, dadurch, dass die Bayern in Leipzig natürlich nicht gewonnen haben. Und daraus speist sich jetzt ein bisschen die Hoffnung, glaube ich, die Borussia dann auch durch diese ganze Woche tragen wird. Aber Jürgen, gerade nach dieser so verrückten Saison, voll Auf und Abs und mal ist der vorne, genau, mal der, da ist es doch eigentlich zu erwarten, dass auch dieser letzte Spieltag genauso verrückt sein wird, oder? Das wäre nicht unwahrscheinlich. Ne? Also es gibt ja in dieser Saison die größten Absurditäten, Kuriositäten, Skurriles noch und nöcher mit Videoassistentenentscheidungen und Spielen, die sich spät drehen. Und ja, es ist alles schwer verständlich, schwer erklärlich. Und wenn es dann am letzten Spieltag nochmal so weitergeht, wäre es eigentlich nur eine logische Folge. Wir können uns gut den Kopf zerbrechen. Ne? Bei nüchterner Betrachtung der Tabelle und der Ansetzung am Wochenende würde ich sagen, ja gut, die Bayern werden ja zumindest einen Punkt holen gegen Frankfurt und schon ist die Messe gelesen. Aber man kann auch so ein bisschen Kaffeesatzleserei betreiben und ich glaube, die Bayern sind nicht so souverän, wie sie sich gerne selber wüssten. Mhm. Der BVB natürlich auch bei weitem nicht und von daher ja, kann es auf beiden Schauplätzen, glaube ich, spannend zu gehen am Wochenende und die Gemengelage macht es dann erst recht dramatisch und spannend. Das ist genau das Stichwort, die Gemengelage. Gladbach kann auch in die Champions League einziehen. Mhm. Frankfurt muss auch noch alles geben, um womöglich das Champions League-Ticket oder überhaupt einmal das Europa League-Ticket dann wieder zu sichern. Und klar, Dortmund und Bayern, für beide geht es um die Schale. Beim BVB, Dirk, ändert sich ja auch personell ein bisschen was im Vergleich zu diesem Wochenende? Ja, wir gehen zumindest mal davon aus, dass Roman Bürki, nachdem er jetzt pausiert ist, das war sicherlich auch eine Vorsichtsmaßnahme, uns ist zumindest nicht bekannt, dass er schwerer verletzt ist. Also wir gehen davon aus, eigentlich, dass er ins Tor zurückkehren wird. Und Marco Reus kehrt natürlich zurück. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Der Kapitän ist ja dann entsperrt, wie das so schön heißt, und darf das letzte Spiel wieder mitmachen. Und es ist ja genau die Konstellation, die man sich erhofft hat beim BVB, dass eben Reus im letzten Spiel wieder mitwirken kann. Und es dann auch noch um eine Menge geht. Also da sieht es schon gut aus und das kann auch so ein Mutmacher sein, glaube ich, für die gesamte Mannschaft, weil Reus einfach der Anführer ist. Und ihn dann auf dem Platz zu haben, das ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Plus Jadon Sancho, ne? Der gegen Düsseldorf nur eine halbe Stunde mitgespielt hat, jetzt da auch nicht unbedingt brilliert hat, aber mit seinem Tempo und seinem unausrechenbaren Spiel ist natürlich immer eine Waffe. Und gerade weil Gladbach ja auch was tun muss, steigen natürlich die Chancen, dass der BVB immer mit Tempo nach vorne spielen kann, anstatt in aller Seelenruhe bis zum Schlummern wie am Samstag. Dann gucken wir uns das Duell der Borussia noch mal ein bisschen genauer an, mit ein paar Tagen Vorlauf. Was erwartet den BVB denn in Gladbach? Das wird ja, wie wir gerade gehört haben, kein Spaziergang, offenbar, weil es für Gladbach auch noch um einiges geht. Also was erwartest du vom Gladbacher, von der Fohlenelf am Samstag? Ja gut, sie können sich mit einem Sieg eigentlich selbst aus eigener Kraft für die Champions League qualifizieren. Dann müsste schon Leverkusen sehr, sehr deutlich in Berlin gewinnen und damit ist nicht unbedingt zu rechnen. Also von daher, wenn sie selber gewinnen, ist für sie alles drin, sieht es gut aus und das war in den vergangenen Wochen ja nicht so zu erwarten. Also sie haben sich gefangen und ich gehe mal davon aus, dass sie natürlich in dieses letzte Spiel alles reinwerfen werden. Es ist auch das letzte Spiel für Dieter Hecking. Ich denke schon, dass er in der Mannschaft auch das Standing hat, dass sie sich nochmal zerreißen werden für ihn und es ist ein super schweres Spiel für den BVB. Allerdings hat der BVB dort in den letzten Jahren auch immer recht gut ausgesehen. Es ist eine offensive Spielweise, die Dortmund auch entgegenkommen könnte. Also 50-50 würde ich jetzt mal sagen, aber auf jeden Fall schon ein richtig harter Brocken jetzt nochmal. Ich würde fast dagegen halten und sagen, Borussia Dortmund stärkster Gegner in den vergangenen Wochen war immer Borussia Dortmund. Also weder Schalke noch Bremen noch Düsseldorf waren irgendwie fußballerisch den Schwarz-Gelben überlegen, sondern die gewisse Angst vorm Verlieren, eine gewisse Müdigkeit im Kopf, in den Beinen und irgendwie diese Nervosität, dieses Kribbelige, was den BVB immer während der Spiele ereilt hat, manchmal früher, manchmal später, war, glaube ich, das, was die Mannschaft am ehesten gehemmt hat. Und wenn sie
das schaffen, das aus dem Kopf zu bekommen und wirklich so befreit aufspielen, wie es die Bosse jetzt gerne postulieren, ne? Dass der Druck weg ist und Verkrampfung gelöst ist und sowas und man hat alles getan, um es zumindest bis zum letzten Spieler spannend zu machen. Wenn das tatsächlich so in die Köpfe der Spieler reinkommt, dann glaube ich, muss sich der BVB auch in Gladbach nicht verstecken. Im Gegenteil, dann werden sie zumindest ihren Teil der Aufgabe lösen. Welche Wahrscheinlichkeit ist denn größer einzuschätzen, eurer Ansicht nach, dass Frankfurt in München gewinnt oder dass der BVB in Gladbach gewinnt? Wahrscheinlicher ist es, dass der BVB in Gladbach gewinnt, dass Frankfurt auch noch in München gewinnt. Dann kommen wir zu den maximal einstelligen Prozentzahlen, glaube ich. Aber Fußball ist keine Mathematik, sagte Michael Zorc, der Sportdirektor von Borussia auch. Dann sag ich, wie groß ist denn die Chance? Wie realistisch schätzt ihr sein? Sagt er, ich bin kein Mathematiker, aber wenn wir uns vergangenen Dienstag getroffen hätten und hätten gesagt, wer setzt auf Liverpool, da wäre nicht viel Geld zusammengekommen, meinte er. Hat er natürlich recht, im Nachhinein sowieso. Von daher, also bei dem, was in diesen Wochen passiert ist, wir haben es eben kurz angesprochen, why not? Also Frankfurt hat am Sonntag natürlich schon deutlich erkennen lassen, dass diese lange Europa-League-Saison an den Kräften auch gezehrt hat. Und man kann so ein bisschen darauf hoffen, dass sie jetzt eine ganze Trainingswoche haben, dass sie sich gut dran regenerieren können. Aber das waren schon sehr viele Spiele jetzt auch. Und die meisten Spieler, das muss man ja sehen, sind diese Belastung auch gar nicht gewohnt. Und ich glaube, es ist auch ein kleiner mentaler Tiefschlag gewesen, jetzt ausgeschieden zu sein, auch wie man ausgeschieden ist gegen Chelsea. Also ich habe nicht so große Hoffnung, dass sie gewinnen in München, aber wer weiß, es ist der ehemalige Trainer, der auf der anderen Seite steht. Es ist natürlich ein Spiel, was weltweite Beachtung hat und sich da nochmal zu Eintracht Frankfurt hochzutreiben, wie man sie in der Saison ja häufiger gesehen hat, das hätte natürlich auch was. Also ich glaube schon, dass sie alles geben werden und, du hast es eben gesagt, ihnen droht ja der totale K.O. Mhm. Also sie können sich nicht hängen lassen und ich glaube einmal 90 Minuten, das sitzt dann auch noch drin. Wie geht der BVB denn diese Woche an, Jürgen? Ist da ein öffentliches Training geplant? Wird der BVB viel erzählen vor diesem Spiel? Ja, ihr merkt es schon an der Formulierung, natürlich nicht. Sondern wie geht der BVB in diese finale Bundesliga-Woche? Ja, also seit die englischen Wochen vorbei sind, ist der Montag immer der Ruhetag, frei. Und ich glaube, das tut den meisten Spielern auch richtig gut, einfach mal irgendwie nicht zum Trainingsplatz fahren zu müssen, auch nicht unbedingt alle Kollegen zu sehen. Nicht, weil man sich nicht mag, sondern um einfach mal die Birne frei zu bekommen. Am Dienstag geht es dann weiter mit Videoanalyse. Du spielst am Samstag, um nochmal so ein paar existenzielle Punkte nochmal rauszuarbeiten. Aber dann auch gleich weiter mit der Gegnervorbereitung, taktische Dinge. Noch ein bisschen Frische, ein bisschen Lockerheit reinbekommen. Gleichzeitig Spaß zu vermitteln, das hat Sebastian Kehl nochmal betont. So, wir müssen jetzt irgendwie da auch wirklich Bock drauf haben, dieses Spiel zu spielen. Auch so ein bisschen Verkrampfung lösen. Ja, also nach vorne gucken. Ne? Also Marco Götze hat das auch gesagt, wir müssen jetzt nicht mehr drüber hadern, was irgendwie wir jetzt nicht an Punkten geholt haben, sondern wir haben noch diese eine Chance. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen und dafür wird natürlich auch diese Trainingswoche genutzt, dass man da ja eben alles, was du angesprochen hast, kein öffentliches Training, möglichst wenig Medienaufkommen, alle Aufregungen von der Mannschaft weghalten, dass die sich wirklich konzentrieren können und fokussieren können auf das Spiel am Samstag. Denn das Ärgerlichste wäre ja, wenn die Bayern patzen und der BVB es nicht ausnützen könnte. Ich glaube, das würde dem, was der BVB schon versaubeutelt hat an Vorsprung und an Punkten, dann noch die Krone aufsetzen. Das wäre dann wirklich übel. Würde auch zu dieser Saison passen. Würde aber auch passen, hast du recht. Womöglich auch das. Nach dem Spiel gegen Düsseldorf, welchen Eindruck haben die BVB-Spieler, Dirk, auf dich gemacht? Glauben die noch dran, den Titel zu holen? Ja, die meisten haben doch schon das auch recht glaubhaft auch verkauft, dass sie noch dran glauben. Thomas Delaney war so ein bisschen die Ausnahme. Er hat immer noch gesagt, die Chance ist so klein. Also ich glaube nicht so richtig dran. Wir haben es halt nicht mehr selber in der Hand. Das ist natürlich faktisch auch richtig. Mhm. Sie waren vor allen Dingen müde. Mhm. Und ich glaube, also das wird das Wichtigste sein. Irgendwie versuchen, so ein bisschen noch an Frische wieder rauszukitzeln. Da wird es jetzt nicht mehr um große taktische Dinge gehen. Also ich glaube schon, dass Favre da irgendwie auch Wert drauf legen muss jetzt in dieser Woche, dass er eben vermittelt, Frische reinzubekommen. Und ja, was hat auch am Watzke gesagt hat, von wegen, der Druck ist gar nicht mehr da, wir können nur gewinnen, das ist natürlich nicht so. Das muss man ja einfach so sehen. Das war ein netter Versuch von ihm, glaube ich, auch so ein bisschen das nach München abzuschieben. Also Dortmund hat natürlich schon den Druck. Man hat eine Riesenchance jetzt. Man muss selber vorlegen und muss einfach seine Hausaufgaben machen. Und das sagte Jürgen ja auch gerade, wenn man sich dann hinterher vorwerfen lassen müsste, man hat die große Chance nicht genutzt, mal wieder nicht. Das wäre dann schon doppelt bitter. Also natürlich ist Druck auf dem Kessel, aber das gilt für beide. Mhm. Für alle vier sogar, ja. Gott sei Dank, ja. Es haben alle etwas zu gewinnen oder etwas zu verlieren. Das macht den letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga in diesem Jahr, und das hatten wir etliche Jahre nicht, egal wie es ausgeht, ist das alleine schon ein Gewinn im Vergleich zu vorigen Spielzeiten, macht diesen Spieltag so besonders und so spannend. Alles rund um das Spiel natürlich schon im Vorfeld mit Vorberichten, mit allem, was in dieser Woche in Dortmund und in Gladbach aufzuschnappen ist, natürlich wie gewohnt bei rohnachrichten.de.